Hi Leute, warte, ihr seht gerade nicht den Bildschirm jetzt. Hi Leute, willkommen zurück zu diesem neuen Video. Und zwar weiß ich nicht, warum ich mache. Ich mache einfach nur ein paar Rennen mit Vanilleeis und hoffe, ich kriege sie auf Level 5. Aber ich glaube sogar, ich kriege das noch hin. Ja, jetzt. Okay, und zwar war ich auch gerade im Monat-Championat. Ich verlinke es euch oben auch in, hier oben, dort. Also bei euch. Ja, okay, wir machen jetzt erstmal beim Steve die Rennstrecke. Plus 250 XP fürs Pferd. 3, 2, 1. Ja, okay. Ich habe ein Star Coin. Ich habe ein Star Coin. Oh, gleich mal fällt. Ich habe ein Star Coin. Frag mich, warum ich das jetzt erwähne. Keine Ahnung. Und zwar könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Ja, ihr könnt in den Kommentaren schreiben, was ich mal machen soll. Ob ich, keine Ahnung, was machen soll. Vielleicht mal so ein Highscore-Rennen. Oder, also nicht mal, oder mal ein Ausritt. Oder sonstiges. Das könnt ihr alles mal in den Kommentaren schreiben. Das könnt ihr auch jederzeit. Und ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Großartiges. Und zwar habe ich Vanilleeis. Ich erzähle jetzt mal eine kleine Geschichte über Vanilleeis. Und zwar habe ich Vanilleeis sogar erst vor einer Woche gekauft, glaube ich. Und ja. Ich habe keine Stallhilfe, weil ich ein Starcoin habe. Deswegen ist sie mittelgelaunt. Also nicht so gut. Ja. Ich sage schon. Vanilleeis zeige ich euch auch nachher den Ort, wo ich sie gekauft habe. Ja, genau. Juhu. Und ja. Ich frage mich, wieso ich dieses Video überhaupt mache. Danke. Ja. Hallo. Ja. Okay, ist jetzt schon gestiegen. Wir machen trotzdem noch 1, 2, 3, 4 Rennen mit dem jetzt. Ich weiß nicht, immer noch nicht, was ich sage. Achso, ja, stimmt. In einer halben Stunde mache ich dann, also es ist jetzt 20:12 Uhr und 20:30 Uhr beginnt hier in Silverglade, beginnt das Silverglade Championat. Das werde ich ebenfalls reiten. Nicht mit Vanilleeis, aber. Die ist dann Level 5 und ich habe ein Pferd namens Darwin, das schon Level 8 ist. Also für mich Level 8 schon. Weil die anderen haben wahrscheinlich so Level 15er Pferde, also ausgelevelte. Ja, habe ich eben nicht. Weil ich habe nämlich, ich bin ja erst 9. Also sage ich erst, ich bin 9. Und deswegen habe ich noch nicht so lange Spielzeit. Ja. Ich spiele eigentlich oft Star Stable so oft wie ich kann. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ach so, ja, stimmt. Und zwar will ich auch mal wieder, also nicht wieder, irgendwann mal, ein Kauf-Special machen. Und zwar, dass ich mir ein Pferd oder Pony kaufe. Und zwar wird es. Da, mein Meerschweinchen vielleicht sogar entscheiden. Ich weiß nicht, ob es ein Meerschweinchen wird oder ich selber. Weil meine Meerschweinchen sind ziemlich schüchtern. Ich habe insgesamt zwei. Und ich weiß halt nicht, der andere, also die Wuschel, komisch, ich weiß, das sind nicht die Wuschelinchen, die würde ich nicht nehmen, weil, jetzt sage ich eigentlich nur Quatsch, weil die erst krank war. Die hatte einen Abszess, haben jetzt alles zum Glück wieder in Ordnung bekommen. Und da haben wir noch eine namens Nelly. Die könnte ich sogar nehmen, aber ich weiß nicht, ob die das so toll findet. Und ich finde es eigentlich auch gar nicht, ich mache das wahrscheinlich sehr wahrscheinlich sogar nicht, weil ich finde es gar nicht so toll, wenn die Meerschweinchen oder. Es muss ja jetzt nicht Meerschweinchen sein. Es kann auch Hase oder Hund, was auch immer sein. Dass die dann. Also, ihr müsst es ja nicht so wie ich empfinden. Und zwar finde ich es einfach manchmal blöd, wenn dann die Tiere immer. Manche Tiere haben dann nämlich immer so Stress und so. Und
Das ist wie bei echten Pferden, wenn die aufs Turnier gehen, haben die auch immer so Stress. Und wenn manche auch reiten oder nicht reiten und halt ein bisschen über Pferde kennen, es gibt ja Rennpferde. Und die immer die Besitzer wollen meistens nur gewinnen, 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 gewinnen. Und die Rennpferde müssen jetzt dann ziemlich schnaufen und so. Und es kriegen halt ganz viel immer so Stresskolik. Und ich habe einfach Angst, dass dann auch die Lilly oder Wuschel jetzt, Wuschelinchen, dass die jetzt dann auch was irgend Stress bekommen und so. Deshalb mache ich es nicht, aber reden wir jetzt mal nicht so viel darüber. Hey, der war gerade, wie nennt man das? Wie nennt man das nochmal? Oh, jetzt weiß ich nicht mehr. Ein Team, sage ich jetzt mal. Ja. Ich gebe jetzt hier gerade wieder einfach mal Starcoins dein Schilling aus. Okay, jetzt warte ich. Okay. Oh nein, ich gebe meine Schillinge aus. Wie dumm bin ich eigentlich, Leute? Ich wollte ja extra sparen. Aus dem Sparen wird eher kein Sparen mehr. Ich mache jetzt nur noch 2 Rennen. Dann gehe ich, oder 3, ich weiß noch nicht ganz. 3, 2, 1. Und zwar, ich habe hier übrigens schon Gold. Und wegen den Silverglade-Champ habe ich ein bisschen, habe ich ein bisschen Angst, dass ich jetzt wieder zu spät komme. Das war genauso wie beim Pony-Championat. Das habe ich auch aufgenommen. Kam ich auch mal wieder fast zu spät. Oh mein Gott, ich habe nicht gefällt. Oh. Wundert euch nicht, wenn jetzt manchmal einfach so komische Videos in Star Stable kommen, weil ich einfach nichts zu tun habe und mir langweilig ist und ich es einfach mal mache. Ja. Ich habe immer Angst, wenn man eine Abkürzung nimmt, auch beim Championat, dass man dann irgendwie diese grünen Dinger da, ich habe vergessen, wie das heißt, vergisst und dann alles nochmal von vorne machen muss, aber leider beim Championat nicht geht. Und so weiter und so weiter. Ja. Stopp! Ich lese das nicht, weil ich das alles schon kenne und ihr kennt wahrscheinlich auch schon. Wir sind Nassis. Wir sind fast gleichzeitig gestartet. Ja. Ich drücke wieder wie verrückt an der Taste. Ich finde es so schade, dass man hier jetzt nichts hört. Ich weiß nicht. Mein Vater war auch vorhin nämlich beim Moland-Championat da und hat sich, haben wir mal versucht, mitten in der Aufnahme, haben wir es halt versucht, aber haben leider keinen Ton bekommen, deswegen gibt es keinen Ton. Ja. Wenn ihr auch dasselbe spielt oder auch sogar Videos macht, könnt ihr es ruhig in den Kommentaren schreiben, das will ich auch wissen. Und Leute, ich habe ein Instagram, übrigens, ich habe jetzt auch ein Instagram-Kanal. Ich poste da keine Starcelbe-Sachen, weil ich poste da eher was mit mir und meinem Pferd. Ich habe ja auch noch ein Pferd, ein echtes Pferd. Ja. Und ich weiß leider nicht, wie das heißt, wie mein Account heißt. Deswegen frage ich nochmal meinen Vater, ob er mir sagen kann, damit ich in irgendeinem Video mal wieder erwähnen kann. Dann könnt ihr da auch ruhig mal vorbeischauen. Okay. Ja. Sehr interessant, dass ich immer hier labere. Ich labere nur. Oh, Jemini. Beeil dich, Pferd. Oh, ich will so mal so gerne meinen Sohn Friese. Egal ob schwarz oder weiß. Okay, ich liebe zwar weiß, aber egal. Gute Arbeit. Tag 1. Tagus. Was? Tag 1 Tagus? What the fuck? Das habt ihr nicht gehört. Was zum Teufel meint die damit? Machen wir jetzt noch einmal das Rennen beim Josh. Und ja. Hallöchen, Bo. Vanilla Eis, Vanilla. Ich liebe den Namen Vanilla Eis und ich liebe mein Pony. Schön, verschluckt. 3, 2, 1. Los, renn, mein Pony. Ja, okay. Jetzt müssen wir uns echt beeilen, weil ich muss ja noch erstens nach Hause gehen. Also,
Heimatstall. Da muss ich ja noch mein Pony, besser mein, ja, mein Pony, nicht mein Pferd, mein Pony raussuchen. Muss dann noch die Sachen anziehen, das eigentlich ziemlich schnell geht. Ah, ich habe immer so Angst. Das hat weh. Aua, 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 aua. Renn jetzt nach vorne! Ich renne. Ich fliege. Nope. Ja, schön. Zählen wir uns jetzt noch das ab. Ich frag mich, nee, schade. Ich habe jetzt wirklich gedacht, ich kann Vanilleeis jetzt nehmen. Okay, Unfertigchen. Ich lasse mich jetzt abholen. Ich mache übrigens eine neue Folge, weil sonst wird es echt ein bisschen lang. Ja, ich hole jetzt mein Star Wings raus, dann sage ich Tschüss und mache ein neues Video. Ihr habt da gerade auch Friesen gesehen. Aber die sind ab Level 12 und ihr seht, also glaube ich. Und ich bin Level 8. Genauso wie mein wundervolles Pony. Ich bin konzentriert. Nein, Leute. Was? Ach so. Oh mein Gott. Na, okay. Leute, wenn es reicht, hoffe ich, es reicht. Ich hoffe, es reicht. Beeil dich. Beeil dich. Wow. Wow. Ich weiß nicht, wie man meinen Namen ausspricht. Hallo, hallo, ja, aufsteigen, los, los, wir müssen jetzt so schnell, wie es geht. Also ich muss so schnell, wie es geht, nicht ihr. Muss ich jetzt mal ganz schnell nach vorne pinseln, um mir bessere Hufeisen zu kaufen. Oh, bitte reicht es noch, bitte. Okay, aufgeregt. Okay, ich verabschiede mich heute. Okay, tschüss Leute, bis zum nächsten Mal.